Herzlich willkommen im Aktionsradius Wien. Ich begrüße Sie ganz herzlich vom Gaußplatz 11. Hier bei uns im Studio begrüße ich Thomas Lindenthal, der heute das Gespräch führen wird. Und zugeschaltet per Zoom aus Graz begrüße ich ganz herzlich Dr. Ute Karin Höllriegel. Schönen guten Abend aus Wien. Guten Abend. Gestern Abend haben wir hier einen Abend zum Thema Sinn verbracht, ein Gespräch zur Sinnlehre Viktor Frankls. Und den heutigen Abend könnte man auf gewisse Weise vielleicht als eine Fortführung verstehen. Heute Abend geht es um C.G. Jung, den großen bedeutenden Psychologen und Psychoanalytiker aus der Schweiz, Arzt und auch Erforscher der menschlichen Psyche. Auch er hat sich ja mit dem Sinn auseinandergesetzt und das auf eine gewisse Weise fortgesetzt. Das Thema des heutigen Abends ist die menschliche Reifung und der seelisch-psychische Reifungsweg oder Reifungsprozess, die Individuation, wie C.G. Jung dies nannte. Es geht also um inneres Wachstum, um das Schöpfen der inneren Schönheit oder vielleicht auch einer Entfaltung einer der eigenen Ganzheit, die Entwicklung, der Entwicklungsweg. C.G. Jung hat das einmal so formuliert, dass er gesagt hat, man wird nicht dadurch erleuchtet, dass man sich Lichtgestalten vorstellt, sondern durch Bewusstmachung der Dunkelheit. Ja, wir haben heute zwei Gäste, zwei Gesprächspartner eingeladen, die man beide sozusagen als Jungianer bezeichnen könnte. Dr. Ute Karin Höllriegel ist Psychoanalytikerin nach C.G. Jung. Und auch Thomas Lindenthal hat in Zürich am C.G. Jung-Institut seine Ausbildung absolviert und ist Traumcoach nach C.G. Jung. Er war ja schon zweimal hier bei uns zu Gast. Seine Vorträge zum Thema Traum und zum Thema Licht sind auch nach wie vor in unserem Medienarchiv abrufbar und auch zum Nachhören für Sie aufbereitet. Und Dr. Ute Karin Höllriegel ist das erste Mal bei uns im Aktionsradius zu Gast und ich möchte sie noch ein bisschen näher vorstellen. Sie ist in Deutschland geboren, in Stuttgart und in Österreich und in der Schweiz aufgewachsen. Ute Karin Höllriegel ist auch Mutter zweier Kinder, zwei erwachsener Kinder und auch Großmutter zweier Enkelkinder. Sie hat als junge Frau als erstes Rechtswissenschaften studiert in Graz und dann auch als Juristin gearbeitet, unter anderem im Strafvollzug und auch als Jugendanwältin. Und ungefähr Mitte der 70er Jahre hat sie dann ihr Studium in Zürich am C.G. Jung-Institut begonnen und absolviert und anschließend auch eine psychoanalytische Praxis eröffnet. Einer der Auslöser dieser Neuorientierung, habe ich gelesen, war ein Berufungstraum. Und seit damals befasst sie sich auch sehr intensiv mit Träumen. Sie hat in ganz vielen Essays und Publikationen und Vorträgen sich mit der Botschaft der Träume auseinandergesetzt und hält bis heute noch immer auch Traumseminare. Außerdem ist sie Lehrende, Lehranalytikerin, Lehrtherapeutin und auch Buchautorin zahlreicher Bücher, sehr interessanter Bücher. Und neben den Träumen ist noch ein weiteres Thema, finde ich interessant. Sie befasst sich auch intensiv mit Literatur und mit Texten. Das finde ich einen sehr spannenden Zugang, auch eine Auseinandersetzung. Sie hat sich intensiv mit den Texten von Ingeborg Bachmann auseinandergesetzt oder auch mit der Lyrik Hilde Domins oder Texten von Christine Lavand oder auch von Teresa von Avila und vielen anderen, die sich auf die eigene Reise nach innen begeben und deren Kunstwerke und Gedanken jenen anderen Kontinent erschließen, der unbewusst ist und der bewusst werden will. So hat sie das genannt. Und das jüngste Buch, das sie im Vorjahr veröffentlicht hat, heißt auch »Der andere Kontinent«. Und in diesem Buch, in diesem Vorwort drückt sie das sehr wunderschön aus, finde ich, und auch diese Verbindung zur Kunst, die ich sehr interessant finde, die mir sehr gut gefällt. Sie schreibt da, auf unserer Reise ins Innere sind wir selbst das Kunstwerk. Alles, was für das Werk eines Künstlers gilt, gilt auch für uns als Mensch. Hingabe, stetes Üben, Ausdauer und die Liebe zum Werk.
Ja, und ich übergebe jetzt an den Thomas Lindenthal für das Gespräch und wünsche Ihnen einen sehr inspirierenden Abend, auch mit vielen Anregungen, um sich auf die eigene innere Reise in diesen anderen Kontinent zu begeben. Falls Sie Fragen haben im Laufe des Gesprächs, können Sie auch über den Chat gerne Fragen an uns schicken. Sie finden das Chatfenster unter dem Videofenster auf Ihrem Bildschirm. Und ja, wir sammeln diese Fragen und gegen Ende des Gesprächs werden wir sie dann an Thomas Lindenthal und Ute Karin Höllriegel übergeben. Ich habe schon erwähnt, das Medienarchiv steht Ihnen bei uns zur Verfügung. Sie finden das auf unserer Website www.aktionsradius.at. Sowohl die beiden vergangenen Vorträge von Thomas Lindenthal, aber auch der heutige Abend wird natürlich aufbereitet und wird ungefähr ab dem Wochenende dann im Medienarchiv verfügbar sein. Ja, und nächste Woche, am kommenden Dienstag, am Faschingsdienstag, am 1. März, wird es den letzten Abend geben dieser Reihe, die wir jetzt gerade veranstalten zum Thema Tugenden und Lebensfragen. Dieser letzte Abend, dieses letzte Salongespräch und ein kleiner Workshop ist da dabei, widmet sich dem Thema Lebenslinien, also eine Auseinandersetzung auch mit der eigenen Biografie. Sie finden alles Weitere auf unserer Website. Ja, das wünsche ich Ihnen einen schönen, inspirierenden Abend und bitte dich, Thomas und Frau Dr. Höllriegel, dass Sie mit dem Gespräch beginnen. Ja, einen schönen guten Abend an alle in nah und fern, die uns zusehen, zuhören. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, bin auch ein bisschen aufgeregt heute, also mehr wie die letzten Male hier in dem schönen Studio hier im Aktionsradius im 20. Bezirk. Deswegen einerseits aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe, in dieser Form ein Gespräch zu führen und eben auch mit jemand ganz Besonderem wie dich, Ute Karin, als renommierte Tiefenpsychologin, Psychotherapeutin und Traumdeuterin. Und wir haben uns da heute ja ein sehr breites Thema vorgenommen. Wir haben uns auch zweimal zur Vorbereitung in Graz getroffen bei dir und haben überlegt, wie wir das angehen und haben jetzt einmal eben die Herausforderung, uns diesem Thema so ein bisschen zu nähern und da dann in die Tiefe zu gehen. Und ja, die Uschi Schreiber hat schon gesagt, bitte alle, die Fragen haben, wie die letzten Male auch im Chat, die Fragen zu schreiben und wir werden dann versuchen, nach dem direkten Gespräch, das wir führen, dann eben auf die Fragen einzugehen. Also wir meine ich dann vor allem die Ute Karin Höllriegel. Vielleicht habe ich auch dazu dann noch ein paar Ergänzungen oder Kommentare. Ja, Ute Karin, also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in deinem Studio in Graz. Vielleicht so als Einstieg zu dem Thema Reifen, Wachsen, der Mensch als Werdender. Was macht es für dich aus, so dieses Thema? Was umfasst für dich das Reifen des Menschen? Ich hätte eine verrückte Antwort. Vielleicht als allerletztes Danke, die Dankbarkeit, dass ich an diesem Ort diese wunderbare psychodynamische Zugang C.G. Jungs hier vorstellen darf. Ich begleite seit 45 Jahren Menschen und habe so beglückende Erfahrungen und danke, dass ihr diesen Weg hier eingeladen habt und ich fühle mich sehr im Dienste dieses Weges und C.G. Jungs. Und vielleicht ist die höchste Reife, wurde einmal gefragt, was ich mir im Leben noch wünsche, immer dankbarer zu werden für das, was da ist. Ja, da hast du schon zwei, auch aus meiner Sicht, ganz spannende Stichworte genannt. Wir haben in dem Vorgespräch haben wir überlegt, so das Reifen, was so seine Etappen sind, was das umfassen kann, so auf dem Weg von uns als Werdende. Wir sind ja nicht mit 18 oder 20 oder 25 oder auch mit 40 Fertige. C.G. Jung hat es ja mal so formuliert, werde, der du bist. Was sind so aus deiner Sicht so wichtige Etappen in dem Werden, in dem Wachsen, in dem Reifen vom Menschen? Wie geht es los und wo ist so der Bogen? Ich möchte vielleicht einen Gedanken vorausschicken vor diesen Stufen. Ich glaube, der Sinn unseres Lebens
ist Mensch zu werden, zu reifen in unsere Ganzheit. Und wir glauben immer, wir müssen schon alles können. Wir müssen lieben können, wir müssen vertrauen können. Aber das Leben darf ein lebenslanges Werden sein. Kokoschka hat das so wunderbar gesagt, die Geburt ist nur ein Teil, aber der Sinn des Lebens ist, Mensch zu werden, unter anderem. Ja, und wie beginnt diese Geschichte eigentlich für uns alle? Sie beginnt sehr oft in der Kindheit, oder sie beginnt eigentlich immer in der Kindheit, nur sind wir uns zumeist nicht bewusst darüber. Und wenn du mich nach meinem Antrieb aus der Kindheit fragst, dann war es schon ganz früh ein Weltschmerz und es waren mir die Augen für das Leiden der Menschen geöffnet. Und diese Sehnsucht, etwas dazu zu tun, hat mich durch ein Leben, durch die Schule, durch das erste Studium und letztlich durch eine Fügung zu C.G. Jung geführt. Ich glaube, die Sehnsucht, die ist uns in uns allen. Das ist eine Triebfeder, ein Drang, Mensch zu werden. Und es ist ja so wunderbar, du bist Agrarwissenschaftler. Das ist, könnte ich mir vorstellen, würde ich heute noch gerne werden, damit ich mehr über die Pflanzen wüsste. Denn wir tragen wie die Pflanze ein Samenkorn in uns, das sich entfalten will. Und wenn wir an die Pflanze denken, ist es ganz natürlich, dass die Pflanze zu der sie gedacht ist, werden will. Und so geht es bei uns genauso. Wir sind gedrängt und die Sehnsucht richtet sich eigentlich nach Entfaltung. Und Erich Fromm sagt das so ganz anders als Jung. Wir sind ja von einem großen Anteil unserer menschlichen Möglichkeiten getrennt. Und wir glauben immer, die Sehnsucht ist nach dem Traumprinzen oder nach der Traumprinzessin. Nein, die Sehnsucht ist nach dem Anteil, von dem wir getrennt sind. Und das bezeichnet Jung mit 2/3 unserer Gesamtpsyche. Freud hat sogar gesagt, 6/7 ist uns unbewusst. Und stellt euch vor, es treibt uns eine Sehnsucht nach diesem großen anderen Kontinent. Sehr oft höre ich dann, ich war schon als Kind anders. Das gehört fast ein bisschen dazu. Und darin sind wir auch sehr oft Leidende, dass wir nicht verstanden werden, dass uns eine Sehnsucht treibt, über den Alltag hinaus etwas zu suchen, von dem wir sehr lange nicht wissen, was uns treibt. Wir wissen auch nicht, was jetzt unsere Aufgabe ist und wozu dieses Ganze eigentlich hinführen soll. Und das macht es schwierig. Gut, dann kommt die nächste Station und die möchte ich euch allen so nahe bringen. Die Suche und die Frage. Uns als Suchende anzunehmen ist wunderbar. Uns als Fragende anzunehmen, das sind wir nicht dumm. Im Gegenteil, mit vielen Fragen sind wir eigentlich ganz, da ist ganz viel aus der Tiefe da, das uns inspirieren möchte. Dann nach der Suche ist schon ein zusätzlicher Schritt und vielleicht möchte ich euch noch sagen, sucht dort und da und da und plötzlich packt euch etwas. Und das ist wesentlich, dass wir dann, wenn wir das Gefühl haben, das ist es, und das war für mich die Begegnung mit C.G. Jung, dass wir Strebende werden. Dann genügt das Suchen und Fragen allein nicht, sondern wir haben uns haben zu einem Weg aufzubrechen. Und der Weg, wie die Uschi schon so wunderbar gesagt hat, verlangt für uns alles, von uns alles, was ein Kunstwerk von uns verlangt. Ich sage jetzt noch ein bisschen etwas anderes dazu, das habt ihr ja schon gehört, eine Ernsthaftigkeit. Also auch C.G. Jung schreibt in diesem Werden der Persönlichkeit,
ein klarer Entscheid. Ich kann nicht sagen, dass ich mich als Frau damals, als Pionierin des letzten Jahrhunderts, so klar entschieden hätte. Aber der innere Drang war so stark, dass ich dem gefolgt bin, Schritt um Schritt und Stufe um Stufe. Ja, und der Unterschied, wenn ich auf dem Weg bin, ist so wesentlich, dass ich mir bewusst bin, es ist ein Übungsfeld. Ich muss es noch nicht können, sondern ich darf einerseits mit dem ungeheuren Reichtum, den wir als Mensch in uns tragen, in einem Dialog mit allem, was auch die Teresa von Avila sagt, so alles, was es hindert, diesen Reichtum zu schöpfen, diesen Schatten sozusagen immer mehr zu erlösen. Und dieses Wunderbare an der jungen Psychologie, und dann höre ich jetzt einmal auf, weil ich könnte stundenlang damit sprechen darüber, ist, der Unterschied ist, wir sind eine psychodynamische, ressourcenorientierte Richtung. Das heißt, wir schöpfen in allererster Linie unsere Ressourcen. Wir konzentrieren uns auf die Zuversicht, auf die Hoffnung, auf das Vertrauen, dass zu dem wir täglich eine haben, sondern das Leben ist uns ein Leben lang immer tiefer in das große Urmeer, den Urozean der Liebe und des Vertrauens einzubetten. Und dann gehen wir aus einer Mitte heraus. Und was ist genau diese Mitte? Diese Mitte ist einmal ein Annehmen unserer beiden Seiten, dass wir Hochbegabte sind und gleichzeitig auch Dinge in uns tragen, die einen Widerstand, Freud hat es genannt, einen Widerstand gegen unsere Entwicklung sozusagen ausüben. Und mit beiden in diesen Dialog zu treten, das ist eigentlich dieses auf dem Weg sein und nicht alles schon können müssen, aber einen Übungsweg anzutreten, einen Übungsweg anzutreten, wie ein Künstler. Und der Ruf ist eigentlich unsere Sehnsucht. Du hast jetzt so viel spannende Dinge erwähnt, wo man gleich so einhaken kann. So was mir jetzt so spontan jetzt so kommt, eben C.G. Jung hat es ja auch irgendwie genannt, der Dialog zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Was sind so deine Erfahrungen bei dir bzw. bei anderen Menschen, wie dieser Dialog in Gang kommt oder in Gang gekommen ist? Naja, sehr oft durch einen Leidensprozess. Also auch bei mir selber. Ich bin ja eine Pionierin des letzten Jahrhunderts und ich hatte ein ganz unausgereiftes Selbstvertrauen. Nach außen war ich erfolgreiche Juristin und nach innen hat mir aber diese Beziehung zu diesem Urmeer des Vertrauens und der Liebe, der war noch nicht da. Und getrieben hat mich der Schmerz, der Weltschmerz und dieses Spüren, da gibt es etwas, was mich treibt und was ich noch nicht kenne. Das ist so, und der Beginn war dann, wenn ich mich zurückerinnere, ja, irgendwie zu suchen und viele Gespräche zu führen, bis uns dann einer so den zündenden Funken zu dem gibt, dass jetzt ganz unser Individuelles ist. Das muss nicht immer C.G. Jung sein, aber für wen es das ist, es ist einfach ein fantastischer Ansatz. Da hat für mich auch zwei ganz wichtige Fragen auch aufgeworfen. Eben dieselben, oft wird ja die Krisen und das sich als Suchende zu verstehen, als Makel gesehen, oder? In unserer Gesellschaft und
Du sagst, es war für dich auch die Quelle in diesen Dialog, auch in diese Zuwendung, in die Tiefe, in die Hinwendung nach innen zu gehen. Waren da für dich bestimmte, hat es da Schlüsselpersonen, Schlüsselerlebnisse gegeben, die dich da sehr geprägt haben? Ja, natürlich. Also es war ein Kollege, ich war damals stellvertretende Jugendanwältin und mich hat schon immer früh fasziniert, wenn jemand gesagt hat, wenn du das tust oder das liest, dann kommst du weiter. Und der hat gesagt, du kommst weiter über C.G. Jung. Lies einmal das Buch Beziehung zwischen Ich und Unbewussten. Und ich habe dieses Buch in einer Nacht durchgelesen und so gut wie nichts verstanden, aber gewusst, das ist es, was ich suche und was mich sucht, nämlich mein eigenes Unbewusstes, diesen großen Kontinent, der in mir brach liegt und den ich ja auch brachliegend spüre. Aber ich wusste nicht, wie an ihn herankommen und was damit tun. Mhm. Und dann habe ich doch sehr bald eine Analyse nach C.G. Jung begonnen, aber noch weit weg vom Studium. Mhm. Aber ich wollte weiterkommen und ich wollte dieses Unbewusste ergründen und ich wollte meinen Weltschmerz erlösen. Es gibt ja viele Menschen, die ich auch kenne, auch so in Traumrunden, die sagen dann oder haben immer wieder so eine Hemmung auch, in dieses nach innen zu gehen, weil es auch viel mit Selbstabwertung, mit Ängsten, mit Zweifeln, mit viel Kampf und Abwertung eben mit sich selber zu tun hat. Dich hat das ja so stark gezogen durch diese... Ich habe C.G. Jung im Gespräch, das war mein zündendes Buch zu C.G. Jung und dann auch, in der Tiefe hineinzugehen. Was kannst du oder was gibst du Menschen mit, die sagen, na, ich möchte eigentlich nicht so gern da nach innen schauen, weil ich spüre da so viel entweder Ängste oder so viel Diffuses oder Getriebensein. Wie lockert sich das? Was ist so deine Erfahrung? Wenn ich Ihnen gleich sage, nach C.G. Jung ist es anders. Wir schöpfen zuerst, was dich stärkt. Wir erkennen deine Talente. Wir schöpfen deinen inneren Reichtum. Und dann gehen wir in einen Dialog mit der anderen Seite. Mhm. Und irgendetwas ist in unserer Menschheitsentwicklung nicht so gut gegangen, dass wir die Schattenseiten als etwas Minderwertiges empfinden. Mhm. Das gehört zur menschlichen Natur. Jeder Mensch hat eine ganz ungeheure Licht- und Liebesseite und jeder Mensch hat eine Schattenseite. Und einfach einmal dieses anzunehmen. Ich bin in einem doppelten Ursprung und das ist mein Menschsein und mit diesem psychischen Urmaterial breche ich auf einen Weg der Wandlung. Mhm. Jetzt hast du den Wort Schatten und die Schattenseiten erwähnt. Da haben wir ja mal gesagt, in der Vorbereitung, da könnte man einen oder mehrere Abende verbringen. In deinen Büchern sprichst du oft davon, eben den Schatten zu wandeln und eben dann das Licht und das Menschliche und die Liebe zu schöpfen. Wenn wir jetzt so ein bisschen beim Schatten bleiben und eben bei die Verena Kast hat immer gesagt, da sitzen nicht nur die destruktiven Dinge in uns drinnen, also Wut, Groll, Hass, alle möglichen Geltungstriebe und so weiter, sondern auch Potenziale in uns, Wünsche, die wir uns nicht zugestehen, erleben, dass wir aufgrund von Normen und Vorstellungen von anderen uns nicht gestatten. Wie ist da so dein Zugang gewesen, einerseits bei dir mit dem Schatten und wie erlebst du es so in deinen Erfahrungen? Wie kommt man dahin, in diese Verwandlung des Schattens da so hineinzugehen? Ja, du bist als Mann für mich sehr forsch. Ich bin da sehr achtsam mit dem Schatten. Ich habe eine große Achtung und Achtsamkeit vor diesem Schatten, weil das eine ungeheure Kraft ist, was wir jetzt im Moment wieder mit der Welt sehen. Es ist ja nicht zu glauben, was da jetzt in der Ukraine passiert, dass das die Menschheit heute noch so stark bestimmen kann. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir auch in uns einen Schatten tragen, in dem
zum Beispiel wir Krieg führen gegen unsere Lichtseite, dann werden wir vielleicht verstehen, wie wesentlich es ist, mit dem auch respektvoll mit diesem Schatten umzugehen. Und wir stärken länger die Lichtseite und wissen um die Schattenseite, wir haben sie ja anzunehmen, nicht? Unsere Ängste, unsere Zweifel. Aber erst wenn wir die Kraft haben, dann gehen wir Schritt für Schritt, Stufe um Stufe mit dieser Seite um. Also zum Beispiel, mein Schatten war weniger die Angst, sondern der Zweifel. Ich habe 10 Jahre Schritt für Schritt an meinem Zweifel gearbeitet und heute noch in abgemilderter Form. Nicht? Also das ist, das liebe ich so an der jungschen Psychologie, dass sie ein psychodynamisches Weltbild hat, dass die Ressourcen schöpft und mit dem Schöpfen der Ressourcen die Schatten heilt. Das heißt nicht, dass wir uns sie nicht anschauen und nicht dazunehmen, aber eben, wir haben zum Beispiel in den Märchen die Schatten, die Märchen schreiben ja über den Umgang mit den Schatten. Da gibt es so ein wunderbares Märchen, der Geist in der Flasche. Zuerst lässt der Held den Geist als Ganzes heraus, dann bringt er ihn um. Das wäre jetzt so eine Schattenproblematik, ein Weltschmerz oder eine Angst oder ein Zweifel, die man ganz sofort herauslässt. Und dann ist er aber so klug und sagt, wenn du so gescheit bist, dann gehst du ja auch wieder zurück in die Flasche. Und das tut der Geist und dann lässt er ihn dosiert zu. Und genau das ist dann die Heilung. Ja, vielen Dank, dass du mich da auch so ein bisschen gleich, oder dass du den Schatten so gleich eingebettet hast in die Frage unserer Ressourcen und in dem, in unserer Kraft und uns zu stärken. Und eben, wo wir dann auch so überlegt haben im Vorfeld, so Elemente, die unsere Ressourcen ausmachen. Eben der Begriff Ressourcen, da denken ja viele gleich einmal an irgendwelche wirtschaftliche oder ökologische Ressourcen. Was sind denn so Ressourcen für dich, so ganz allgemein, so als Psychotherapeutin gefragt? Und jetzt so vielleicht auch dich persönlich, was waren so deine Ressourcen, die dir geholfen haben, gegen den Zweifel da so voranzukommen? Eben wie du sagst, Schritt für Schritt, wo du stärker geworden bist. Ja, also das ist, es gehen, glaube ich, zwei Unterschiede, das muss man anschauen, wie ich weitergekommen bin. Sehr geholfen hat mir die Natur, unsere Verbündeten. Die Natur ist ein Verbündeter, die Literatur ist ein Verbündeter, die Musik ist ein Verbündeter, gute Beziehungen sind Verbündete, um diesen Dialog, diesen wandelnden Dialog mit beiden Seiten sozusagen anzutreten und zu gehen. Anzutreten und zu gehen. Und wir dürfen nie vergessen, die innere Welt entwickelt sich langsamer als unsere Erkenntnisse und unser Außen. Und das sehen wir ja, dass unsere Wandlung im Außen uns davon galoppiert. Und das Innen ist unterernährt. Wir können ja nicht einmal umgehen mit unseren, mit der viel zu rasch äußeren Wandlung. Weil, lieber Thomas, das weißt du, das Samenkorn entwickelt sich gleichzeitig nach innen und nach außen. Wir forcieren ganz stark die Außenseite. Und die Innenseite ist unterernährt. Und das sagt der Junge, unsere Innenwelt braucht Nahrung, unsere Innenwelt braucht Zuwendung. Ja, du hast das jetzt auch so schön gesagt mit dem Samenkorn, wo ja unser Bauplan enthalten ist. Der Junge hat das ja dann das Selbst genannt. Ich komme da nachher noch drauf. Ich habe das nur jetzt so für mich schnell assoziiert, damit wir diesen Bogen dann auch noch spannen. Diese Nahrung, eben der Same braucht Wasser, Nährstoffe, Wärme, Licht, auch Schutz.
Wie erlebst du das so jetzt aus deiner Erfahrung als Psychotherapeutin und auch bei dir? Du hast jetzt erwähnt eben Beziehungen, die Naturerfahrungen, verschiedene Hobbys, Literatur. Welche Rolle hat da so quasi die Freude? Vielleicht fangen wir mal mit dem Bild an. Also wenn man über die Ressourcen spricht, was stärkt da unser Selbstvertrauen, könnte man zum Beispiel sagen, oder was mildert die Zweifelsucht? Was waren da für dich so wichtige Erfahrungen? Ja, das Stärken der Lichtseite, also immer gleichzeitig, wenn der Schatten der Zweifel einschießt, sagen, gleichzeitig ist auch die Zuversicht und das Vertrauen da. Und die Zuversicht und das Trauen, das hat dich bewusst in einem Übungsweg zu heben und zu holen und zu schöpfen und dann in einen Dialog zu treten, zum Beispiel mit dem Zweifel. Und dann, der Weg ist dann, dass ich mit beiden Seiten in die Natur gegangen bin damals oder heute auch noch immer. Und dann geschieht etwas in uns. Und sehr oft ist ja ein äußerer Anlass der Auslöser. Und ich merke und ich stelle fest, ich kann vertrauen, wenn ich mein Mögliches dazu tue. Denn Vertrauen ist immer gleichzeitig da wie der Zweifel. Und welche Rolle, eben du hast das vorher auch schon kurz erwähnt, das Hier und Jetzt und die Aufmerksamkeit, welche Rolle haben für dich da Fügungen gehabt? Naja, das ist ja so die hohe Schule. Ja, also ich liebe es, ich liebe es. Und du hast auch vorhin gefragt, was kann man tun? Also überhaupt zuerst einmal innehalten und sagen, ich möchte diese Innenwelt Raum zu geben, dass die Innenwelt mitatmen kann. Zum Beispiel der Atem ist ein wunderbarer Zugang. Die inneren Bilder, die Fantasie, natürlich meine Spezialität ist die Träume, aber nicht jeder erinnert sich gleich an seine Träume. Aber dieses Hinwenden zu dem, dass meine Innenwelt stärkt, das ist auch die Literatur, die Musik, Gespräche mit Menschen, die auch Suchende sind. Und dann hat der eine Idee und der eine Idee. Also dieses der Weg, das sagt schon Jung, und das verstehe ich heute erst so richtig, ist immer ein aktives Tun und ein passives Geschehen lassen. Und im Geschehen lassen passieren dann die Fügungen. Und wenn ich euch meine größte Fügung in meinem Leben ganz kurz erzählen darf, ich habe damals im Gefängnis gearbeitet, ich habe ein Pro Bono-Projekt gestartet mit jungen jugendlichen Rechtsbrechern, weil mir ihre Einsamkeit so unglaublich Schmerz bereitet hat. Und ich war allein und alle haben gesagt, du bist verrückt, du bist der Wahnsinnig und das hilft nichts und du stützt das System und was weiß ich. Und ich bin einfach dieser Schiene gefolgt und habe sie jede Woche einmal besucht. Und natürlich war das eine sehr harte Zeit. Und stellt euch vor, das Wunder und die Fügung, ohne dass jemand wusste, dass ich mit diesen Menschen arbeite, allerdings hat es 3 Jahre gedauert, haben sich 3 andere Menschen hinzugefügt, unabhängig voneinander. Zum Schluss waren wir zu viert. Und das war die größte Fügung und ist es bis heute. Weil da hat ein kosmisches Gesetz mitgewirkt, und wir haben dann natürlich zu viert diese Begnadigung erreicht. Aber niemand wusste, dass der andere gerade auf die zugeht. Und da war mein aktives Tun 3 Jahre lang, damit diese Fügung geschehen konnte. Ja, vielen Dank für das schöne Beispiel. Also diese Balance zwischen aktivem Tun und Geschehen lassen, ist, glaube ich, was ich auch immer wieder erlebe in meinen Runden, auch in meinem Leben. Also, dass man Dinge wach verfolgen, auch wichtige Entscheidungen treffen, viele Dinge tun kann, aber dass vieles eben auch das Geschehen lassen, so ganz gegen dem,
mir geht es oft so, dass Leute mich fragen, ja, gibt es irgendwie so quasi ein Tool, gibt es irgendwelche Methoden, die mir helfen, wie ich vorankomme, also im Sinne von so Management-Ansätzen oder eben diese Machbarkeit, die uns ja so stark auch begleitet. Und dass eben dieser Reifungs- und Wandlungsweg eben diese Balance hat zwischen quasi Intervention, zwischen Tun und aufmerksamen Wachen hingehen und auf der anderen Seite auch geschehen lassen. Das finde ich ganz wichtige, schöne Erfahrung, die du uns da auch jetzt erzählt hast. Hast du das Gefühl, da tun sich so in deinem Umfeld Menschen leicht oder schwer mit diesem auch geschehen lassen? Sehr schwer tut sich der europäische Mensch, weil er zielorientiert ist. Ja. Weil er glaubt, die Erkenntnis wandelt ihn schon. Die Erkenntnis ist der erste Schritt und dann beginnt der meditative Übungsweg, der wunderbar bereichert wird durch Literatur, durch Musik, durch den Körper, durch den Atem, durch all das wird der Weg bereichert. Aber das ist vielleicht das Allerwesentlichste. Der Weg ist das Ziel. Erlauben wir uns zu gehen, Raum und Raum. Wenn der Raum in sich lebendig ist, zu der gehört die Suche, die Orientierungslosigkeit, öffnet sich von selbst die Tür in den Nächsten. Und das fällt uns ganz schwer. Mhm. Ganz schwer, diese geduldig zu sein, bis sich die Tür in den nächsten Raum öffnet. Und wie Rilke so wunderbar sagt, ich liebe das so, wo er sagt, lasst uns auch das Ungelöste und die Fragen lieben, bis uns eines Tages aus der Tiefe die Antworten zureiben. Lasst uns auch das Ungelöste und die Fragen lieben. Ja, ganz berührt mich auch immer sehr, wenn ich das lese, ein Brief an den jungen Dichter ist das, glaube ich, drinnen, gell? Diese Stelle, oder kommt es zumindest auch vor? Im Briefen auch, aber vor allen Dingen in dem Gedicht Geduld, da tut er das so ganz. Ja. Einmal geschrieben über die Geduld, gescheit. Ja. Ein anderes Thema, das du jetzt erwähnt hast, oder wenn es so ums Gehen geht, also viele Menschen erleben ja immer wieder, dass ihnen was gelingt und dass es aber wieder dann so eine Rückwärtsbewegung, ein Rückfall in alte Muster gibt. Also dass es so eine Vorwärtsbewegung gibt und dann so dass einen alte Zweifel, alte Ängste, alte Schatten einholen. Wie erlebst du das so für dich? Ja, ich bin dir sehr dankbar für diese Frage, denn der Weg schreitet nach vor und zurück. Aber darf man nicht sagen, und, wie im Labyrinth oder in den Märchen, nicht und, dieses Aber ist kein gutes Wort, wir sind nicht mehr dieselben. Das ist ganz normal, dass wir in alte Muster fallen, weil wir haben einen spirituellen Ursprung, wo wir schon nahe an Gott sind und wir haben auch einen ganz irdischen Boden verhafteten, der uns wieder zurückzieht. Und das Unbewusste zieht die Erkenntnisse wieder zurück und deswegen ist das Üben so wichtig. Mhm. Und bitte erinnern wir uns, was wir alles schon erfahren haben. Und jede Erfahrung ist ewig und zeitlos und kann immer wieder aus uns abgerufen werden. Das heißt, die Kraft, um so quasi dann wieder aufzustehen, die ist größer, wenn uns schon was gelungen ist. Kann man das so sagen? Ja. Ja, natürlich. Die stärkt sich eigentlich durch diesen Weg, dass wir immer wieder zurückstreiten und bestreiten und neu aufstehen. Und das Wunderbare ist, das gibt es ja alles schon in der griechischen Mythologie, dieser Sisyphus-Mythos. Aber in der griechischen Mythologie wird der Stein wieder hinaufgerollt und hinunter. Und das ist das Wunderbare
an unserer abendländischen christlichen Kultur, dass wir als Verwandelte den nächsten Stein wieder hinaufrollen dürfen, wenn wir sie anstreben. Ja, finde ich, du hast es sehr schön formuliert, dieses als Verwandelte, also diese Skepsis, die ja oft da ist, dass wenn man wieder so einen Rückfall erlebt, den hast du jetzt sehr schön aufgelöst, dass wir eigentlich immer wieder auch darauf vertrauen können, dass wir quasi als Wandelnde, auch wenn so ein Rückfall passiert, wieder quasi gestärkt weitergehen. Und ich erlebe dieses Thema ganz oft, wenn Menschen mich fragen, ja, wie komme ich zu mehr Selbstvertrauen? Du hast gerade den Zweifel auch bei dir so angesprochen. Wie erlebst du das, wie Menschen zu wachsen, hinwachsen können zu einem größeren Vertrauen in sich selber? Ich weiß, das ist jetzt eine weite Frage, aber einfach nur so ein bisschen angetippt, weil es ja auch ein wichtiges Element auf dieser Reifung ist. Diese Frage, wie komme ich zu mehr Vertrauen in mir selber? Wie kann ich lernen, mehr zu mir zu stehen? Dieses so quasi, wie sehe ich denn aus? Was sagen die anderen über mich? Bin ich denn richtig, von dem wegzukommen und immer mehr zu sich zu stehen? Wie ist das so deine Erfahrung? Was kann einem da helfen, eben diesen Weg vorwärts, dann wieder zurück und immer weiter vorwärts als Verwandelnde zu gehen? Du hast jetzt sehr viele Dinge angeschnitten. Mhm. Wir versuchen ein bisschen, also das erste Wort, das mir an mir aus der Tiefe zu mir kam, war eine Demut vor dem Weg, eine Demut vor dem Menschwerden, dass wir ein Leben lang Vertrauende werden dürfen und dass das ein lebenslanger Weg ist. Ja. Und es ist ein Übungsweg, in dem, wenn ich in der Früh aufstehe und denke, oh, heute ist wieder ein, bin ich wieder für alles zu müde, dann sage ich gleichzeitig, du hast es ja immer geschafft, vertrau doch, das wirst du schon überwinden. Also sofort die andere Seite auch herzuholen. Und dann stärkt sich sozusagen dieses Zurückziehende, dieses Vertrauende stärkt sich immer mehr ein Leben und auch diese Demut zu haben, dass das ein Weg ist und ein Ziel und dass das unser ganzes Menschwerden ist, dem uns großartige Menschen wie Viktor Frankl, C.G. Jung, Freud vorausgegangen sind mit schöpferischen, leidvollen Leben, für die wir mal einfach auch dankbar sein können, dass sie uns diesen Weg bereitet haben und dass wir auch bereit sind, diesen Weg mit diesem Unglaublichen, was für uns schon da ist, der geistige Teppich, nun weiterweben, aber geduldig weiterweben mit unserem Urstoff. Spiritualität und irdischer Ursprung. Eben, du sprichst auch was an, wo so für mich so durchklingt, auch die Würde des Einzelnen oder den eigenen Weg auch zu haben, den kostbaren Weg. Der Neumann, dieser geniale Schüler vom Jung, hat das ja auch gesagt, wir sind Königstöchter, Königssöhne, nur wird uns das so quasi durch die Erziehung und durch die Umstände dann langsam abgewöhnt. Dieses Stichwort Würde eben im Kontext mit Reifen, auch wieder so, nur so hineingetippt. Welche Rolle spielt die für dich? Ja, ich liebe dieses Wort Würde, weil jeder Mensch trägt diese Würde in sich, aber wir spüren sie nicht immer. Wir haben sie auch zu schöpfen und uns bewusst zu werden. Für Jung war ja so wichtig, was ich eigentlich erst spät verstanden habe, die Bewusstwerdung des Unbewussten. Also nur wenn ich mir auch bewusst werde, diese Würde ist mir als Mensch schon zugesprochen. Ich habe sie nur zu fördern und zu holen. Mhm. Das ist natürlich von uns gefragt. Und was hast du noch angeschnitten?
Entschuldige, ich habe dich da jetzt mit vielen Dingen gleichzeitig. Das Stehen zu sich selbst, oder? Also so quasi der Blick des Außen. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das Selbst ist ja dieses Samenkorn, dieses menschliche Samenkorn, diese Kernzelle, aus der wir heraus zum Mensch reifen dürfen. Und Jung schreibt so wunderbar, wir haben uns in den Dienst zu stellen. Mhm. Also deswegen sage ich auch eine Demut, wir stellen uns in den Dienst dieses Weges. Mhm. Und dieses Selbst hat auch sehr viel zu tun, und dass wir zu uns stehen können mit unserem Talent. Im Talent sind wir eigentlich die stärksten und die freudigsten, wenn wir es erkennen, dieses Talent. Und dann wirst du mich jetzt gleich fragen, wie erkenne ich es denn? Ich erkenne es, das, was mich begeistert. Denn das Talent bekomme ich vom Geist und nicht von den Eltern. Die Eltern können es fördern oder sie können es verhindern, also bei den Großen nicht, aber bei vielen von uns. Und was mir Freude bereitet, dort ist mein Talent. Mhm. Und trotzdem bedarf das Talent eines lebenslanges Üben, ein Übungsweg. Und es ist so schön gewesen in der Pandemie, jetzt habe ich einmal alle Bücher wieder hervorgeholt, die mich am Anfang vor 50 Jahren begleitet haben. Und allen gemeinsam war der Übungsweg. Mhm. Es geht nicht ohne Übung, dass ich täglich in einer Form einen kleinen Spaziergang mache oder innehalte. Vor allen Dingen bei der körperlichen Nahrung wissen wir, die brauchen wir 2-3 Mal. Aber die Seele braucht es auch. Und diese paar Sekunden innezuhalten, bevor ich die körperliche Nahrung zu mir nehme, das ist zum Beispiel ein wunderbarer Übungsweg, wo ich nicht stundenlang dazu brauche, oder? Ja, schön. Finde ich eben auch ganz, ganz, was mich auch da sehr anrührt, weil es auch meine Erfahrung ist, dieses Vorwärts und auch wieder rückwärts und dann wieder aufzustehen, vorwärts zu kommen, lebt sehr stark davon, von diesem sich eben als Prozess, in diesem Prozess zu sehen und nicht zu denken, ah, jetzt habe ich's, und wenn es dann wieder nicht gelungen ist, oh je, jetzt habe ich's verloren. Das ist eine Überheblichkeit. Eigentlich vom Ego. Das ist nicht der Dienst am Weg. Vielleicht, bevor wir dann in die Fragen gehen, die vielleicht gekommen sind, da schaue ich gerade dann in die Runde, ob es welche gibt. Ja, gibt es welche? Es ist immer schwierig, über Humor zu reden, aber eben eine meiner Lehrerinnen, die Veronika Gradl, die hat einmal, ist schon mal gefragt worden, wie sie die Freude einschätzt für das Wachsen und Reifen, und sie hat das als ganz was Wesentliches erwähnt. Sie hat gesagt, eben gerade deswegen, weil wir leben in einer freudlosen Zeit. Ja, und da hat sich, ich meine, nicht nur Sigmund Freud, sondern die Freude. Du hast es schon erwähnt. Und ein wesentliches Element der Freude ist ja auch der Humor. Und oft gilt ja auch, humorvoll zu sein, gerade im, du kennst es ja auch im wirtschaftlichen Leben, als weniger professionell. Und auch das sich hineinsteigern in Probleme ist was, was der Zeitgeist ganz wesentlich oder unser Leben ganz stark auch ausmacht. Und der Humor ist da eine wesentliche Gegenkraft, so aus meiner Erfahrung. Wie erlebst du das, den Humor? Ich möchte erst mit der Freude beginnen. Die Freude, die Lebensfreude halte ich für etwas ganz, ganz Wesentliches. Wir dürfen nur nicht denken, wenn wir einen freudigen Moment über etwas haben, wir könnten es halten. Es gibt den Unterschied des Glückserlebnisses und des freudigen Momentes und eines leisen inneren Lebensstromes aufgrund eines langen Weges. Aber da möchte ich jetzt ein Beispiel aus meinem Leben. Also meine erste große Begegnung war mit Bruder David Steindl-Rast. Und der hat mich als junge Frau, die Begegnung mit ihm hat mein Leben revolutioniert, nämlich dorthin zu schauen, was da ist, und nicht dorthin zu schauen, was fehlt.
und die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit einzuüben für die Dinge, die alle da sind, oder? Mhm. Und das Interessante war, es hat mein Leben revolutioniert, ich war mit allem zufriedener und so weiter. Und trotzdem haben mich die Schatten und dieser Drang von innen weiter besät. Und da bin ich drauf gekommen, das alleine genügt nicht, die Dankbarkeit, die mich zur Lebensfreude führt, sondern es braucht tatsächlich noch diesen tiefen psychologischen Weg, den uns Jung jetzt so wunderbar geschöpft hat. Franzl fragt ja nach Sinn und Jung hat einen Prozess in der Tiefe erforscht, der unsere Selbstverwirklichung anordnen kann, wenn er bewusst wird. Eben Jung hat ja auch gesagt, Bewusstsein ist alles, hat er mal so in einem Gespräch so schön formuliert. Und du hast auch erwähnt, die Träume sind uns da ein wichtiger Begleiter. Du hast auch gesagt, manche Menschen erinnern sich nicht an Träume oder wenig. Wie ist so dein Zugang, wenn das dann kommt, so was tue ich, wenn ich wenig träume? Dann habe ich einen wichtigen Begleiter nicht. Ja, ich möchte noch deine zweite Frage beantworten, den Humor. Gerne. Der Humor ist eine ganz, also das ist ja was anderes als der Witz. Der Humor hat ja mit Geist zu tun. Mhm. Und der Humor kann einmal ein Talent sein, zum Beispiel wie die großen Karikaturisten, die haben das Talent. Und auf der anderen Seite ist in meiner Erfahrung eine späte Stufe des Reifens. Wenn uns das Lachen aus der Tiefe, das Osterlachen, der Humor aus der Tiefe nach einem langen Lebensweg zureift. So sehe ich dieses Thema Humor. Jetzt die Träume. Also, jeder Mensch träumt jede Nacht 4 bis 5 Mal. Es gibt nicht, ich träume nie, sondern ich erinnere mich nicht an meine Träume. Da gibt es begabte Träume. Ich begleite seit 45 Jahren Traumseminare. Und da kommen Menschen, die erinnern sich seit Kindheit an alle Träume und die anderen erinnern sich nicht. Das ist ein begabter Träumer, der hat einen Zugang zu den Träumen. Und eigentlich wäre es unglaublich wesentlich, dass er seine Träume bewusst macht. Was wollen Sie mir sagen? Und so weiter. Jetzt, der sich wenig erinnert an Träume, da sage ich, jetzt willst du das, wünschst du dir das, dann stell dich am Abend ein, du träumst 4, 5 Mal die Nacht oder bitte um einen Traum, ich möchte mir jetzt diese Welt erschließen. Dann ist ganz wesentlich in der Früh 2, 3 Sekunden ganz ruhig liegen zu bleiben, so aufzuspringen oder so, das ist schon zu viel. Mhm. Und diese 2, 3 Sekunden, jemand hat sogar gesagt, am besten erinnere ich mich mit dem Wecker. Also das geht immer. Und dann gleich ein Zettel und mindestens ein Wort notieren. Wir glauben, oh, das ist so ein großer Traum, den merke ich mir selber. Und stehen auf und er ist weg. Das ist natürlich auch ein Training, ein lebenslanges Training, diese Welt lebendiger werden zu lassen. Aber jeder Mensch kann sich erinnern, wenn er es möchte. Aber wie alles im Leben. Es braucht Zuwendung und Liebe. Die Träume mit der Zeit wollen sie geliebt werden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie am Anfang für den Weg benutzt, bis ich irgendwann draufgekommen bin nach 20 Jahren. Du benutzt sie ja für deine Entwicklung. Du liebst sie ja dann. Also inzwischen habe ich mich gebessert. Ich liebe sie jetzt mehr. Und sie sind natürlich im jüngsten Verständnis einer sinnbezogenen Bedeutung. Einfach ein fantastisches Medium, ein beglückendes Medium, dass wir also einen großen Reichtum in uns tragen. Und jetzt werden mich gleich einige fragen, ja und was machen wir denn mit den Albträumen, oder? Das ist ja nicht immer nur ein Lichttraum. Es ist hochinteressant. Die Menschen merken sich mehr die Albträume genauso. Die Schattenseiten schießen automatisch ein. Die Lichtseiten haben wir zu schöpfen. Wenn mir jemand einen Albtraum erzählen will, dann sage ich,
ich beginne grundsätzlich mit einem Lichttraum. Erinnern Sie sich einen Lichttraum und dann nehmen wir den Albtraum dazu. Denn das heißt eigentlich nur, dass bestimmte Seiten in uns mit anderen, zum Beispiel der Würde, des Selbstvertrauen, des Weges, in einen Krieg stehen. Und diesen inneren Krieg aufzulösen in einen Dialog und eine Wandlung, das ist ganz fantastisch. Und du hast mich gefragt, jetzt erzähle ich dir das Beispiel. Eine Frau war bei mir mittleren Alters und es war überall Krieg. Es war Krieg in der Familie, mit dem Mann, mit dem Kind und im Beruf. Und dann sind wir eines Tages draufgekommen, dass zwei Seiten in ihr Krieg führen. Nämlich einerseits die Liebesseite und andererseits die Schattenseite. Führt eigentlich Krieg in die Liebesseite. Und dann in diesem Bewusstwerden hat sie versucht, diesen Krieg zu verwandeln in einen Dialog. Und heute ist Frieden in der Beziehung, Frieden mit dem Sohn und Frieden im Büro. Und das sind die Dinge, die mich zutiefst freuen und berühren. Und diese Erfahrung hat man immer wieder, wenn man in der sinnbezogenen Bedeutung mit dem Unbewussten arbeitet mit Menschen. Jetzt komme ich gerade von einem Seminar. Jeder ist ein Millimeter befreiter oder glücklicher von dannen gegangen. Und da bin ich schon zufrieden. Kleine Schritte. Gute Karin, vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt noch eine schöne Abrundung und auch ein sehr schönes Beispiel auch und ein ermutigendes Beispiel, wie uns auch da die Träume begleiten können, auch dann, wenn die Träume manchmal nur bruchstückhaft erinnert werden oder wir auch niemanden jetzt gleich haben, mit dem wir das Traumbild besprechen, in Dialog treten können oder wie auch immer. Vielleicht doch noch abschließend die Frage, eben wenn jemand so alleine ist mit seinen Träumen, hilft da das Malen, das Aufschreiben, das darüber Meditieren? Was? Alles hilft. Alles hilft. Aber natürlich der Dialog dann mit jemandem, der schon viel Erfahrung hat mit Träumen, gibt natürlich dann sehr oft eine große Sprung nach vorwärts, oder? Eine Bewusstwerdung. Aber ich wollte vorher noch was sagen wegen Albträumen und Lichtträumen. Bitte nie eine Identifikation. Ich bin weder die Jungfrau Maria noch der Satan, sondern es gibt eine Mitte in mir, die unverletzlich ist. Teresa von Avila bezeichnet sie als ein diamantenes Schloss, in die ich hineingehen kann und aus ihr heraus habe ich Lichtträume und Schattenträume. Und was wir ja noch gar nicht beleuchtet haben, wer sich nicht auskennt, ist, dass auf der Subjektstufe verstanden alle Traumfiguren, alle Landschaften, alles psychische, in Bilder umgewandelte, wertfreie Energie ist, die uns bewusst werden will. Also ich habe heute so viel Energie, weil ich mit so vielen Träumen gearbeitet habe. Ja. Also Anteile in uns selber. Ja. Die bewusst werden wollen, die befreit werden wollen. Und das nicht nur wir haben Sehnsucht nach dem Urozean der Liebe in uns, sondern er hat auch Sehnsucht, geschöpft zu werden. Das ist jetzt ein schöner Abschluss. Wunderbar. Sehr gut, dann muss ich jetzt keinen Abschluss machen. Vielleicht kommen wir dann noch zu einer Synthese auch, oder was so die Kernelemente sind in der Diskussion. Und jetzt schaue ich einmal hinüber zu Uschi. Sie bringt mir jetzt wieder einen Zettel und dann lese ich einmal Fragen vor. Ah ja, das sind wieder einige. Danke, Uschi. Ute Kangen, ich lese dir einfach die Fragen vor. Und ja, aber ist es sinnvoll, alle runterzulesen? Nein, nur ich fange mit der ersten einmal an. Ja. Dann, da ist eine Frage. Dann ist die Entwicklung spiralförmig
und nimmt das davor und darüberliegende in die Bewegung mit. War so ein Kommentar oder eine Frage, die spiralförmig. Genau so ist es. Genau der Weg verläuft spiralförmig. Rilke sagt das so wunderbar, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Und ich möchte alle inspirieren, die Ringe liebevoll anzuerkennen und nicht immer das Ziel zu sehen, was ich noch nicht kann. Den Ring zu lieben und aus ihm kann der nächste Ring wieder wachsen. Eben, ich kenne auch. Weg, oder? Ja. Schießen die Energie zum Ziel, dann muss man sagen, stopp, was habe ich denn eh schon alles geschafft? Ja. Also eben mir hilft das spiralförmige Bild auch sehr, auch danke für die Frage, da kommt danach noch eine. Ich habe das auch oft so erlebt, dass eben so ein Thema, das man hat, so ein Muster oder ein eben, wie du gesagt, die Zweifel, ich kenne es so bei mir von den Schuldgefühlen, dass das immer wieder anstößt durch Erlebnisse, durch ein Schicksal, durch Begegnungen, durch eine Herausforderung und dass man so quasi an das Thema immer wieder rankommt, aber dann immer auf einer höheren quasi eben Reifungsstufe oder Entwicklungsstufe. Also dass man dann dieses, was ich öfter höre, jetzt kommt es schon wieder, jetzt muss ich mich wieder damit auseinandersetzen. Ganz eine andere Dimension bekommt, wenn man eben das spiralförmig denkt, weil eben dann dieses, was wir vorher auch gesagt haben, die Kraft größer wird, auch die Reife, die Umsicht, die Einsicht, sich wieder neu mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, und es ist das Annehmen des Reifens. Ja, ja. Wenn zu jung jemand kam und gesagt hat, aber Herr Professor, das ist ja schwierig. Dann hat er gesagt, das Leben ist die höchste Kostbarkeit. Und ich sage immer, nicht den Weg gehen ist viel schwieriger, weil das ist ein Leiden im Kreis und das andere ist eine leise Anstrengung nach vorne. Ja, die Anstrengung, die Übung und dem Energie geben. Wie in einem Handwerk, das muss man auch lernen, oder? Ja. Oder? Das ist die Schweizerin in mir. Ja, oder eben eine Lehrerin von mir hat immer gesagt, das ist wie bei einer Bergtour auch. Da denkt man sich auch nicht bei jeder Bergtour, bei jedem Schritt, oje, das ist so anstrengend und so mühsam, sondern man sieht den Sinn, weil man hinauf will. Und man hat dann auch die Erlebnisse, je höher man steigt, umso größer wird die Aussicht. Umso mehr Kraft kommt eigentlich auch, obwohl man sich anstrengen muss. Also diese Schmerzscheu oder diese Müdigkeit, die Resignation, weil es wieder anstrengend wird, kann man da, glaube ich, gut begegnen mit diesem Bild des Spiralförmigen, mit der Bergtour oder mit der Leiter. Oder noch einmal. Jung hat gesagt, und ich habe das damals vor 50 Jahren nicht verstanden, das größte Laster des Menschen ist die Trägheit nach innen. Also ich wusste das nicht, ich habe das nicht geglaubt. Aber mir scheint es doch immer so, diesen Moment zu überwinden, sich statt in die Angst, in die Zuversicht hinein zu begeben, oder? Es ist ein Moment lang eine leise Anstrengung, und die halt dann immer leichter wird. Weil mit jedem Mal dieses Sisyphus und dieses Verwandeltsein stärkt sich ja das Vertrauen dann, nicht? Und nachdem der Energiehaushalt konstant ist, wenn ich alle Energie in die Schatten, in das Schwierige, wenn ich Menschen treffe, ganz selten fängt jemand etwas Positives an. Jeder das Negative, das Negative, das Negative. Wenn ich natürlich meine konstante Lebensenergie in das hineingeht, habe ich ja für die andere Seite gar keine Kraft mehr. Ja, jetzt hast du ein ganz wichtiges Thema auch da noch angezogen. Eben dieser Blick ins Gelingen auch. Die Ingrid Riedl hat es ja auch mal so schön formuliert, wir sollten uns in das Gelingen verlieben. Ja, das ist schön. Ja. Also du sprichst jetzt etwas ganz Wichtiges an, das ich auch noch immer noch viel üben darf und muss. Die Liebe zum Weg, oder? Verlieben ins Gelingen. Weil das Verlieben ist ja das stärkste Feuerwerk, welches Potenzial eigentlich in uns ist. Es wird nur einen Moment auf einen Spiegel geworfen.
Dann geht es darum, ein Leben lang in die Liebe zu reifen. Da fällt mir jetzt gerade noch eine andere bekannte oder berühmte Junge. Fällt mir noch jemand ein, der die Verena Kast hat, der sie auch einmal dann so im Anschluss so formuliert, es ist eben daher auch wichtig, ein Freudetagebuch zu führen. Was haltest du von dem? Ja. Das ist ganz, ganz schön. Aber ich möchte noch etwas, weil ich die Liebe angerissen habe und ich glaube, unsere Sehnsucht richtet sich ja zuallermeist nach diesem immanenten Urozean der Liebe, den wir alle in uns tragen. Aber ich arbeite jetzt gerade an diesem Thema und es ist mir so etwas Beglückendes bewusst geworden, dass wir diesen Urozean in uns tragen, aber gleichzeitig muss es immer ein Weg der Selbsterkenntnis sein. Also diese immer wieder neu, diese Verbindung herzustellen. Und dass das beides zusammengehört, das ist mir erst jetzt über diese Arbeit an der Liebe bewusst geworden, dass wir einen Urozean alle in uns tragen und gleichzeitig haben wir aber den Weg der Selbsterkenntnis zu diesem Urozean immer wieder neu zu gehen. Mhm. Und das macht das Leben bis zum Schluss spannend. Mhm. Schön. Jetzt war da noch eine zweite Frage, die wir, glaube ich, jetzt eh schon, also zur Spirale, aber ich lese sie trotzdem noch einmal vor, vielleicht willst du nämlich dann noch was ergänzen. Da war die Frage, welche Bedeutung kommt in der jungschen Psychologie dem Symbol der Spirale zu? Die höchste. Unsere Entwicklung geht spiralenförmig, Stufe um Stufe, Schritt für Schritt. Deswegen sind doch zu allen Klöstern und Kirchen sehr oft Treppen. Man muss Treppe um Treppe gehen. Und das fällt uns so verdammt schwierig. Ja, und in der Frage kommt dann danach, was wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen angeschnitten haben, sind wir Menschen auf einem Spiralweg unterwegs ins bewusste Sein, auch im Hinblick darauf, dass bestimmte Themen oder Personen manchmal in anderer Form auf einer anderen Lebensstufe wiederkehren? Also, meint sie da Leben nach dem Tod oder? Ich denke schon im realen Leben, so wie sich das, also dass so quasi bestimmte Themen wiederkehren auf einer anderen Lebensstufe. Natürlich, ununterbrochen. Mhm. Jeder hat so sein Lebensthema, zum Beispiel viel Lebensthema, viele haben das, sich als Kind verlassen gefühlt zu haben. Eventuell im eigenen Wesen, im Anderssein, oder? Das wird ein Leben lang, wird dieser Komplex immer wieder in irgendeiner Form, dass wir uns selber verlassen, dass wir uns verlassen fühlen. Aber eigentlich heilen kann das nur durch dieses Bewusstmachen, dieses ungeheuren inneren Reichtums, den wir alle in uns tragen. Mhm. Bei der nächsten Frage, wo kann man Ihren Text Stufen inneres Entfaltens anhand weiblicher Dichtung abrufen oder kaufen? Also da wird nach einem Text von dir gefragt, Ute Karin. Ja, und das freut mich ganz besonders, weil das mein Lieblingsbuch ist, weil ich die Dichtung so liebe, weil ich davon überzeugt bin, dass die großen Dichter genauso spirituelle Visionäre sind wie die großen Religionsdichter. Ja. Also Dichter sind Visionäre. Und ich möchte noch einmal, also das ist mein Lieblingsbuch, weil ich die Dichtung so liebe. Vielleicht sage ich zum Abschluss noch dann irgendein Gedicht, oder? Das wäre schön. Schön, ja, das wäre schön. Also du sprichst das Buch im Zeitlosen verwurzelt. Wo du Gedichte von Bachmann, Domin, Rilke und Rakel vorstellst, deutest, im Kontext stehst. Für unseren Lebensweg. Mhm. Bachmann hat für uns mit ihrem Leben die Hoffnung erlitten, indem sie immer eine Verzweifelte und Hoffende war und an ihrer Arbeit, ihrem Werk ein Leben lang dran geblieben ist. Mhm. Und dann ihr dieses große Gedicht, der geschenkt wurde, Böhmen liegt am Meer. Hilde Domin,
die hat es gelebt im Leben. Die ist 30 Mal vertrieben worden, ist nach Deutschland zurückgekommen und hat das Humanistische. Ich liebe auch so sehr das Humanistische, die Liebe. Wir können sagen, aber den ganzen Humanismus. Und hat bis Mitte der 90er Jahre, also sie war schon 95, den Humanismus gelehrt, obwohl sie aus Deutschland vertrieben worden ist. Mhm. Dann kommt der Rilke mit den wachsenden Ringen. Mhm. Er hat uns das bewusst gemacht. Und der Trakl. Und vielleicht wäre das jetzt schön, mit dem Trakl-Gedicht zu schließen. Also es muss ja nicht schließend sein, aber jetzt... Wir haben noch ein paar Fragen, Ute Karin. Aber wir können gern dann am Schluss, ich werde dich daran erinnern, an das Trakl-Gedicht. Gut. Machen wir das so? Ja. Ja, wunderbar. Aber sag vielleicht noch zu Trakl was jetzt, wenn du möchtest, unabhängig jetzt von dem Gedicht. Der Trakl war eben ein tragischer, hochbegabter Visionär, der aber, das werde ich in diesem Gedicht zeigen, uns die höchste Spiritualität als Dichter in der Vision geschenkt hat, obwohl er als Mensch und Künstler zugrunde gegangen ist. So und so gelitten hat, gell? Gerade auch im Weltkrieg und die ganzen Umstände damals. Dazu, also da würden wir ja alle nicht bestehen, aber er hat ja schon als junger Mann mit den Drogen und so begonnen. Ja. Aber weil er so zerrissen war zwischen einer großen Vision der Liebe und natürlich auch seinen fürchterlichen Schattenseiten. Ja. Die nächste Frage, was ist, wenn Spiritualität, in Klammer, unter Drang des Samenkorns, in ganz großem Widerspruch steht zu dem irdischen Ursprung, dem irdischen Leben, den irdischen Wünschen? Gibt C.G. Jung hier Anhaltspunkte, wie man hier am besten schwierige Entscheidungen trifft? Hast du die Frage? Das ist ein bisschen eine längere Frage. Also da geht noch einmal. Ja. Also was ist, wenn Spiritualität in ganz großem Widerspruch steht mit dem irdischen Leben, mit den irdischen Wünschen? Ja, hör mal bei dem Satz schon auf. Ja. Es steht zunächst in einem Widerspruch. Und dieser Weg ist, eine Ordnung in die Dinge zu bringen und den Widerspruch nicht so stehen zu lassen, sondern in einen Dialog zu bringen. Sie steht, wenn wir jetzt anschauen, diese Kriegsgeschichte da in der Ukraine, und auf der anderen Seite haben wir die größten spirituellen Visionen oder die Olympischen Spiele mit dieser großen Vision, und unmittelbar nachher kommt der Einmarsch. Also das ist ein Wahnsinn, oder? Und das ist unsere Welt, aber es gibt eben, und sie steht im Widerspruch zunächst. Aber wir haben als Mensch, und jeder von uns ist gebraucht und begabt, diesen Widerspruch in sich, in einem Dialog zu lösen und immer mehr in die Humanität, in den Humanismus hineinzureifen. Aber es ist ein Weg, da muss man was tun. Und eben, da war dann eben der Zusatz bei der Frage auch, gibt C.G. Jung hier Anhaltspunkte, wie man am besten schwierige Entscheidungen trifft? Naja, das ist jetzt eine, also Jung, also ich würde sagen, da würde ich gerne eine Antwort geben, wie Jung als Mann zu dieser damaligen Zeit und das Genie, das, also jawohl, Jung hat etwas ganz Klares gemacht. Jung ist ganz konsequent den Träumen gefolgt. Er war zum Beispiel mit einem Freund auf einer Radtour im Tessin, die sie schon lange ausgemacht haben. Dann hat er einen Traum gehabt, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er ja an einem großen Werk ist in Zürich und das verlässt für eine Radtour. Er hat das Rad in den Zug gestellt, hat den Freund alleine weiterfahren lassen und ist zurückgegangen an sein Werk. Also er hat die Entscheidungen ganz, ganz intensiv nach den Träumen gefällt. Ich habe da so eine indianische Geschichte, die mir so gut gefällt, aber das ist jetzt vielleicht zu lang. Ne, gerne dass, noch. Ich glaub, wir haben noch also, es gibt kein richtig oder falsch, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen
für den Entscheid, den wir getroffen haben. Mhm. Und da kann unter Umständen ein scheinbar falscher Entscheid uns mehr lehren, mhm. als hätten wir sozusagen die leichtere, ja. richtige Spur. Also die Verantwortung aus dem Scheitern, mhm. also das ist jetzt tief spirituell, ja. Richard Rohr, dass er sagt, aus dem Scheitern lernen wir viel mehr als aus den guten Phasen. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich, glaube ich, auch noch ganz ein wichtiges Thema, das Scheitern, die Fehlerfreundlichkeit, die Freundlichkeit, ja. dadurch zu sich selber auch und dass wir auch immer, ja, wieder scheitern. Was auch hilft, was mir in der letzten Zeit so unglaublich hilft, zu entscheiden, welcher Entscheid macht den tieferen Sinn, mhm. für das Leben, in ein Wachsen, in eine größere Humanität oder in ein Wohl mir gegenüber oder der Gemeinschaft. Also die ist unglaublich, da kann man ganz schnell oft entscheiden, ja, das macht doch jetzt keinen Sinn, das macht jetzt einen Sinn, oder? Mhm. Ja. Also, dass wir in uns drinnen eine Kompassnadel haben, die uns dann oft auch bewusst wird, gell? Jetzt einmal unabhängig von den Träumen. Das ist ja meine Erfahrung, also dass wir ja oft dann dieses Gespür nach dem Sinn dann oft übergehen, aus Angst vor Risiko oder Fehler zu machen oder weil es scheinbar unvernünftig ist oder die Norm da ein bisschen dagegen steht. Und du hast ganz am Anfang noch etwas angesprochen, weil ich jetzt also begeistert über den Weg spreche, den Schutz und das Kollektiv. Mhm. Wenn wir diesen Weg gehen und auch andere Sinn und Schritte setzen, ist es ganz wesentlich, dass wir ihn auch beschützen. Mhm. Beschützen heißt nicht zu früh mit Dingen hinausgehen und wenn, dann Menschen, die es verstehen können. Aber nicht jemand, der den Weg überhaupt nicht geht, mit einer riesen inneren Erkenntnis, der haut uns das ja gleich zusammen, weil er mit seinem Intellekt oder irgendwas daherkommt, oder? Mhm. Also auch selber die Erkenntnisse zu beschützen, weil du am Anfang gefragt hast, wie wir tun, oder? Ja. Und zu schützen. Und im Wald, im Pflanzenbereich, wenn ich in den Wald gehe, es gibt die kleinen Bäumlein und da ist ein Haag herum. Haag ist schweizerisch. Also ein Drahtzaun, damit das kleine Pflänzlein wachsen kann. Mm. Auch nicht zu früh mit den Dingen hinausgehen. Mm. Schwanger gehen mit den Dingen, bis sie so gereift sind, dass wir auch eine gewisse Festigkeit haben. Und jetzt könnte man noch sagen, was ist eigentlich das Ziel des Weges, oder? Also, wenn ich mit der Innenwelt in einen Dialog gehe, gehe ich ja mit der inneren Stimme, mit diesem großen Unbewussten in einen Dialog. Und wenn ich mit der inneren Stimme verbunden bin, werde ich bestimmter. Ich habe das Jungstudium nur durchgehalten durch meinen Berufungstraum mit C.G. Jung, weil ich hatte damals eine Familie, junge Kinder, habe im Gefängnis gearbeitet und das Studium noch selber verdient und so weiter. Aber der Traum, da habe ich gewusst, ich muss es machen und er wird mich durchtragen. Wo war ich jetzt gerade noch? Den Faden zu finden. Ja, die Ziele haben wir. Siehst du, ihr merkt das halt nicht. Ich meine, muss man es merken. Also Bestimmtheit. Und wenn ich mit der inneren Stimme verbunden bin, habe ich auch eine Festigkeit. Mhm. Ich kann einfach sagen, ich muss das jetzt zu studieren, ich brauche das, das ist für mich lebensnotwendig, oder? Dann hat man eine Festigkeit. In der Festigkeit hat man auch eine Konfliktfähigkeit. Das heißt, wenn der andere sagt, das ist ein Blödsinn, sage ich, okay, das ist ein Blödsinn, aber für mich ist es notwendig. Und der letzte große Schritt ist eine gewisse innere Freiheit, was die anderen meinen und denken und erwarten und so weiter, wenn ich im Dienst eines Reifens stehe, wie unser Thema heute heißt. Und ich sage als Frau, die viel größere Liebesfähigkeit. Wir reifen in unsere Urbestimmung hinein, humanistischer Mensch und liebevoller zu werden. Ja, danke dir. Das war, glaube ich, auch jetzt wieder ein wichtiger, großer
großer Rahmen noch, auch was ist das Ziel von dem Weg. Und jetzt werden wir gerade schauen, ob da die nächste Frage vielleicht synchronizitätsmäßig da anknüpft. Ah ja, da geht es um die Beziehungen. Wenn man in Beziehungen lebt, kann man andere Menschen mitnehmen auf den Weg des Wachstums? Sonst ist es sehr schwierig in Beziehungen, wenn einer wächst und einer nicht wächst. Wie kann man in einer Beziehung gemeinsam die Stufen der Leiter emporgehen? Das ist jetzt eine heikle Schlussfrage. Naja, es kämen dann noch zwei, aber schauen wir mal. Ja. Also, wenn einer den Weg geht und der andere gar nicht, es kann so sein, dass irgendwann doch beim anderen der Funke überspringt. Es muss natürlich eine Bereitschaft da sein vom anderen, aber den Weg selber zu gehen, und da kommt etwas ganz Wichtiges hinein, dem anderen keine Vorwürfe zu machen, ihn nicht mit Erwartungshaltungen zu bombardieren, sondern möglichst liebevoll darauf aufmerksam zu machen, was für einen selber eine Notwendigkeit ist und dass das für den anderen auch, oder gemeinsam Texte lesen oder ihn dort abholen, wo man ihn abholen könnte. Mhm. Oder? Mhm. Und manchmal muss man vielleicht akzeptieren, dass der eine einen Weg geht und der andere nicht. Und das ist ja dann die Frage, ist die Liebe groß genug? Und da inspiriere ich immer unbedingt auch in solchen Beziehungen hinzuschauen, was da ist und nicht was fehlt. Und da kann ich oft doch einen Bogen finden, auch wenn der andere diesen inneren Weg jetzt nicht geht, aber so viel einbringt in eine Beziehung, oder? Das haben wir jetzt auch bei den deutschen Politikerinnen. Und dass sie die Großen sind, die in die Welt reisen, und die Männer gehen vielleicht keinen inneren Weg, aber sie passen auf die Kinder auf und schauen auf das Haus. Also auch das zu sehen, was der andere einbringt, auch wenn es nicht unbedingt der innere Weg ist. Mhm. Und da ist eben wieder die Liebe gefragt, nicht den liebenden Blick auf das, was da ist. Ja. Und den eigenen Weg nicht vom anderen erwarten, sondern selber gehen. Ja, du hast es ja auch mal so schön gesagt, die innere Wandlung nicht mit dem, so quasi auch zu verknüpfen, bedingungsmäßig mit der äußeren Veränderung, was ja oft dann zu Trennungen führt. Ja, und das ist ja sehr oft, ist eine innere Wandlung gefragt, und die Menschen vollziehen eine äußere Trennung, weil sie sich von einer alten Haltung im Innern zu trennen haben. Oder, aber vielleicht noch etwas zur Beziehung. Es geht ja nicht nur um die Partnerbeziehung, es geht ja auch sehr oft um die Beziehung zu Eltern. Und da gibt es so für mich etwas Wunderbares. Wenn du aus deinem Weg die Versöhnung lebst und strahlst, dann bereicherst du dein Leben, das Leben deiner Umgebung, um versöhnende Energie. Und wer weiß, vielleicht kommt sie eines Tages trotzdem beim anderen an. Und sehr oft ist es dann in der Todesstunde oder in einer schweren Krankheit, dass auf der einen plötzlich diese Versöhnung auch zurückgeben kann. Das habe ich jetzt gerade am letzten Seminar gehabt. Hat die Versöhnung einseitig zu leben einen Sinn? Ja, weil es Liebesenergie für die Welt ist. Ja. Und versöhnen heißt nicht unbedingt alles verzeihen müssen. Ich muss die Misshandlung eines Elternteils einem Kind gegenüber nicht verzeihen. Aber um der Liebesenergie in mir selbst und der Welt und der Situation ist es unglaublich hilfreich, diese Liebesenergie aus uns zu schöpfen. Sie ist da. Ja. Jeder will sich auch versöhnen. Eben, da wären wir auch bei dem großen Thema mit der Ablösung von den Eltern bzw. von Vaterkomplex, Mutterkomplex, gerade wenn auch negativ ist. Das wäre jetzt noch ein weites Feld, aber danke, dass du da jetzt noch drüber hinausgegangen bist, über die Beziehungen, also Paarbeziehungen hinaus. Wäre noch ganz wichtig, Thomas. Gerne.
die männliche Psyche ist eine andere als die weibliche Psyche. Und wir dürfen unsere weibliche Psyche nicht vom Mann erwarten. Er ist sachlich orientiert, wir sind menschheitsorientiert, beziehungsorientiert. Und wir können den Mann die Beziehungsfähigkeit und Menschlichkeit bringen. Aber allein die Tatsache, er ist anders und darf anders sein. Da bringe ich immer dieses Beispiel eines Paares, die bei mir waren. Sie wollte mit ihm eine Liebesbeziehung und er hat ihr ein Haus gebaut, oder? Und hat im Hausbau ihr die Liebe geschenkt, aber das wollte sie eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Es ist ein weites Feld. Auch C.G. Jung war ja noch sehr stark damit davon beseelt, dass die Frau eben den Animus im Unbewussten hat und der Mann die Anima. Eben, ich glaube, man kann das ja auch nicht so eng sehen oder so, wie wir sagen, so kategorisch, oder? Das weibliche im Manne, da haben wir auch im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, beziehungsweise auch das Männliche in der Frau wandelt sich ja auch in der Zeit, in unserer Zeit. Aber es ist sehr spannend. Also ich habe das auch immer... Aber wenn ich dir ganz kurz etwas sage, weil ich mich ja jetzt so mit der Teresa von Avila beschäftigt hat und sie hat ja im 16. Jahrhundert einen weiblichen Weg für uns geschöpft und gelebt. Und sie hat den Animus, also die männliche Seite in sich integriert. Sie war entschlossen, sie war bestimmt, sie hat mit einer großen Kraft die Dinge durchgezogen, auch im Außen, aber versucht, immer ohne Krieg, möglichst auf eine liebevolle, listige, weibliche, klug, die Klugheit ist so. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, und da kannst du eigentlich mehr darüber sagen, was ist denn die Anima des Mannes? Die Anima, ein Aspekt ist sicher, über den wir die ganze Zeit sprechen, dass er sich öffnet der Innenwelt, den Gefühlen, dem Irrationalen, den Träumen, der Dichtung, der Spiritualität. Das scheint die Anima des Mannes zu sein. Ja, ja, oder ich sehe es auch so in meinem Brotberuf, auch über ökologisches oder soziales Engagement. Also eben, wo es ja auch wieder um Beziehung geht zur Natur, zu anderen Menschen. Oder auch im ästhetischen, in einer ästhetisch, vielleicht kreativen Begabung und das Ausleben davon, also quasi mit kreativen, schöpferischen Werken auch wieder in den Dialog zu gehen oder in Beziehung zu gehen. Und zum Beispiel, jetzt sage ich noch was ein bisschen Verrücktes zum Abschluss. Diesen Männerberuf, die Träume einzusehen, und da gibt es einige ganz große Erfindungen, die über die Träume gemacht worden sind. Ja. Das wäre jetzt die Anima des Mannes mit der heutigen Welt zusammenzubringen. Ja, ja. Ute Karin, es wären jetzt noch zwei Fragen. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit deiner Energie und deiner Zeit steht. Sollen wir die noch dran nehmen? Das muss mit morgen fragen. Wie? Das muss mit morgen fragen. Okay. Also, ob ich morgen völlig erschöpft bin. Ja, nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Na, wie ist so spontan deine Regung? Christina, kannst du noch? Sie ist schon müde, die Christina. Sie ist schon müde. Ja. Gut, das heißt, dann sollen wir Schluss machen? Oder sollen wir die zwei Fragen noch kurz dran nehmen, die noch da wären? Also ganz kurz, ja. Gut. Also eine Frage bezieht sich auf die Werte. Wie geht man mit Werten um? Wenn zum Beispiel die eigenen Werte im Widerspruch stehen mit dem Drang, also mit einem Drang, wenn man selber dadurch in innere Konflikte gerät und nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Also wo das Ethische mit der Triebsphäre, würde der Freud sagen, im Widerspruch steht. Also vielleicht noch eine Frage, wo man länger eingehen müsste, aber immer in Richtung der humanistischen Lösung. Die inneren Konflikte in Richtung des Humanismus lösen, des Friedens und nicht des Krieges. Also da könnten wir jetzt lang drüber reden, aber mit Christina, die mich da so auch dieses Studio zur Verfügung stellt, nicht über die Gebühr beanspruchen.
Ja, also eben, was wir ja auch in unseren Treffen schon da auch, was mir jetzt gerade auch noch spontan einfällt, was vielleicht hilft bei der Frage, ist eben diesen Dialog zu führen zwischen den, man könnte sagen, ethischen Ideen, auch vielleicht vom größeren Ich, das Einsicht hat und auch vielleicht eben diese Ideale, die man hat, und auf der anderen Seite das kleine Ich, das unbedingt möchte, das Dränge hat, Triebe hat, Begehrlichkeiten aller Art, und die beiden miteinander, also dass das große Ich mit dem kleinen Ich redet. Ja, gut. Ja, die letzte Frage. Ja. Wegen der Christina. Ja, wegen der Christina, gut. Also, das passt vielleicht anknüpfend zu der Veranstaltung, die gestern war, zu Viktor Frankl und Sinn. Wie sehen Sie den Unterschied von Frankls Sinnlehre zu Jungs Sinngedanken? Zum Sinn besteht gar kein Unterschied. Hätte ich auch gesagt, ja. Jung hat uns in der Tiefe einen Prozess geschöpft, in diese Sinnerfahrung hinein. Und das ist diese große Verbindung. Und vielleicht möchte ich dann noch sagen, der Sinn, das ist meine Erfahrung aus meiner Arbeit, für uns ereignet sich in uns einmal durch den Reifungsprozess und zum anderen durch das Erkennen und Verwirklichen des Talentes. Mhm. Oder zumindest Erkennen. Also Talent im Teilen mit der Welt und dem persönlichen Reifungsprozess. Dort erfährt der Mensch dann in seiner Mitte Sinn. Schön. Aber in der Sinnfrage, und das Letzte für beide ist die Liebe, das ist so fantastisch. Mhm. Das ist jetzt ein schöner Abschluss, ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, das Gedicht von Georg Trakl wollen wir ein andermal vielleicht. Das wollen wir jetzt, sagt die Uschi. Ute Karin, willst du noch das Gedicht von Georg Trakl? Wenn der Schnee ans Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet, vielen ist der Tisch bereitet. Mancher auf der Wanderschaft kommt ans Tor auf dunklem Pfaden. Golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlen Sand. Wanderer, tritt still herein. Schmerz versteinerte die Schwelle, da erglänzt in reiner Helle auf dem Tische Brot und Wein. Das ist eines der wunderbarsten Gedichte. Mhm. Und jetzt wird für euch alle Brot und Wein auf dem Tisch und für die Christina und mich auch. Christina hat schon großen Hunger. Ja. Ute Karin, vielen Dank auch jetzt für das mich auch sehr berührende Gedicht. Das mich wieder motiviert, das heute Abend noch einmal zu lesen und da hineinzuspüren. Vielen Dank dir auch für die Energie und auch der Christina im Hintergrund. Dass sie das so schön organisiert hat für dich und für uns und auch der Technik hier im Raum und allen, die da mitgeholfen haben und der Uschi, die da im Hintergrund auch steht. Und ja, vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung, würde mich freuen. Also noch einmal vielen Dank dir, vielen Dank allen, die jetzt noch dran geblieben sind nach so einer langen Zeit. Jetzt waren wir doch 1,5 Stunden unterwegs in diesem großen Thema. Und ich wünsche allen oder ich hoffe, dass wir ein paar Anstöße haben geben können. Und wünsche allen viel Kraft und Freude dabei, eben in dem Üben und eben auch in dem Nachgeben der Talente, also auch unserer Begeisterung und Freuden und eben auch in dieser Verbindung mit dem Vertrauen, wie du das so schön gesagt hast, nach einem Sinn und auch nach einer spirituellen Dimension in unserem Leben. Und in diesem Sinn allen einen schönen Abend und auch eindrucksvolle oder schöne oder auch wie immer geartete Träume und ja, weißt du, was wir zusammen machen könnten? Ja. Mit den Träumen, den Weg mit den Träumen, die haben wir jetzt heute nur so ein bisschen gestreift. Genau, das wäre eine schöne Fortsetzung. Ich werde jetzt auch schon eingehüllt. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Ute Karin. Ja, schön mit einer wunderbaren Sonne hinten. Ja, wunderbar, eben. Die Sonne und die...
da würde ich mal sagen, der Nebel des Verbindenden auch, das uns ja auch immer wieder umhüllt und umspannt. Und in dem Sinn allen noch einen schönen Abend bei Brot und Wein. Liebe Grüße nach Graz und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ute Karin, ja. Dein Schlusswort? Danke, dass Sie so etwas ermöglicht, ein Stück an dem geistigen Teppich haben wir heute gewählt. Ja, ja. Gut, also noch einmal vielen Dank, die Ute Karin. Alles Gute, ja. Dankeschön. Christina, freue mich. Noch. Ja. Danke.